Hey, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem wefire.de Server zu Minecraft Wefire. Und wir sind hier an unserem Grundstück, was wir uns in der letzten Folge quasi ausgesucht haben. Und ich wollte mich jetzt mal auf die Reise machen. Ich habe hier schon ein bisschen Erde abgepflanzt und mir tatsächlich einen Job suchen. Dafür möchte ich aber erstmal gucken, wie wir am besten Kohle machen. Denn die Grundstücke sind, wie ihr gesehen habt, ja eigentlich recht teuer. Und deswegen muss ich mal gucken jetzt. Ich bin nämlich wirklich darauf am Pokern. Oder ich muss so schnell wie möglich noch 2, 3 Grundstücke neben meins setzen, bevor die Leute oder ihr euch um mich rumpflanzt. Und dementsprechend muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, dass ich da tatsächlich schnell an noch 2, 3 Grundstücke komme. Und genau, die User-Shops. Hier gibt es so einen Shop tatsächlich, der läuft schon. So, genau, momentan laufen nur diese hier. Und hier gibt es halt diese kleinen Shops, ne? Die kann man mieten, ne? Hier stehen auch die Preise dran, zum Beispiel hier, schaut mal hier, diesen Shop mit so 4 Verkaufskisten, ne, 500 Coins, 7 Tage, oder hier so einen großen 1000 Coins, 7 Tage, ist halt teuer, ne, aber wir können mal gucken, was wir hier so haben. Für Holz, B ist immer kaufen und S ist verkaufen, das ist schlicht weg, buy and sale, ne, denke ich, muss ich euch nicht erklären. Und, genau. Emerald, Dia, kriegt mal 40. Okay. Was haben wir hier? Der ist frei. Redstone-Kram ist auch frei. Okay. Gucken wir mal uns noch so ein bisschen um. Es soll auch einen Admin-Shop geben. Ist halt nur die Frage, wo der ist und wo wir den Job aussuchen können. Wir laufen mal einfach noch so ein bisschen rum und erkunden mal den Server. Und laufen jetzt einfach mal hier lang. Ah, guck mal, hier ist eine Karte. Perfekt. Okay. Heißt, wir müssten jetzt hier sein, ne? Das heißt, wir laufen jetzt mal hier rum. So, dass wir... Wegweiser Fly Boots. Okay. So, was kann man hier machen? Boots. Ja, der Open Beta nicht verfügbar. Hier kommen wir nur über die Treppe. Laufen wir mal weiter hier. Hier ist ja der Bahnhof. Was haben wir hier? Vote Shop. Minenarbeiter Shop. Oh Gott, da kommen wir nicht rein. Können wir hier irgendwas, okay, sehen, was wir hier so verkaufen können? 32 kriegt man nur 3. Ja, gut. Kann der reden? Möchtest du den Job als meiner annehmen? Nein. Was ist das für ein Geräusch? Holzfäller. Kann man hier reinspinksen irgendwie? Auch nicht, ne? Scheiße, was machen wir? An Holz kommen wir eigentlich immer, ne? So können wir vielleicht am meisten Geld kriegen. Was gibt's denn noch? Was haben wir hier? Wir laufen mal nochmal hier rum. Walter White Shop. Okay, was kann der? Jetzt ist die Frage, gibt es irgendwo eine Jobbeschreibung? 64 Holz, 2 Coins, okay. Wir gucken mal hier nochmal rein, ob wir hier irgendwas erblicken können. 8 Emeralds, 50. Also es ist ziemlich teuer. Wir müssen zusehen, dass wir auf Masse gehen. Definitiv müssen wir auf Masse gehen.
Jobs, Info, Jobname, okay. Jobs, Info, Walter White. Das not exist. Habe ich das falsch gemacht? Ich gehe mal auf die Homepage. Da müsste es auch eine Jobbeschreibung gucken. Dann lese ich euch das mal vor. Direkt auf der Startseite, okay. Weil dieses Walter White, keine Ahnung, sieht mir nach braun aus, hier so Getränke und so. Gucken wir mal. So, wartet mal. Hier, Job, 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 Job. Hier, Holzfäller. Verdiene Geld, indem er Bäume fällt. Minenarbeiter verdiene Geld, indem er Erz abbaut. Jäger verdiene Geld, indem er Monster tötet. Fischer verdiene Geld, indem er Fische angelt. Farmer verdient sein Geld, indem er Getreide und so weiter anpflanzt und Tiere züchtet. Walter White verdient sein Geld mit Tränken brauen. Je nach Risiko und Beruf. Jäger ist die Entlohnung höher als beispielsweise beim Holzfäller, Minenarbeiter, Fischer oder mehr. Nachdem ihr euren Beruf habt, geht es dran, Rohstoffe zu farmen und Geld zu verdienen. Das Ganze ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn die Farmwelt normalerweise... Ja klar, genau, die ist nicht PvP-geschützt, das haben wir ja schon mitbekommen. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich... Was ist besser? Holzfäller oder Farmer? Farmer, da funktionieren tatsächlich, glaube ich, ja, beim Farmen funktionieren, glaube ich, die Tiere noch nicht, ne? Holzfäller, Mist, ich bin überfordert. Walter White ist nichts für mich, dafür bin ich so doof. Was gibt's denn hier so für... Da, guckt mal hier. Wir könnten natürlich auch auf Seeds gehen, ne? Weißt du was? Wir machen den Farmer, glaube ich. Knochenmehl können wir da ziemlich viel reißen. Das ist jetzt der Angler hier, ne? 3 bis 2 für ein Fisch. Fischingroot 2, okay. Gibt's hier noch? Guckt Fisch 4. Raufisch. Pharma Shop hier. Gibt's halt auch Federn, Leder und alles, ne? Wir machen den Pharma. Komm, wir machen das jetzt mal. Ich schreibe jetzt mal hier. 1, 2. Yeah, du hast nun einen Job. Pharma. Okay. Also, heißt für uns... Seeds können wir. Klar, Möhren. Das alles. Okay. Ja, ich will hier aus. Nein. Ich hänge im Shop fest. So, gucken wir mal, dass wir jetzt hier rauskommen. Okidoki. So, jetzt sind wir zu Hause. Heißt für uns eigentlich... So. Wir müssen... Habe ich nicht schon Werkzeug? Ich habe doch hier schon eine Schippe, hör mal. So, wir bauen uns jetzt erstmal hier unser... Okay, da hört das Grundstück auf. Unser Grundstück frei. So. Bisschen hier frei machen, ne? Dann bauen wir schon mal an.
Dann bauen wir direkt schon mal an. So. Machen wir jetzt erstmal hier so eine kleine Ebene. Damit wir sehen, wo genau unser Grundstück ist. Wohin geht das hier? Genau bis hier. Okay, okay, okay. Schlecht. haben wir aber hier. Okay, das ist nicht mein Grundstück. Aber hier direkt weiter auffüllen. Wie weit wir hier können. Ich hatte ja, glaube ich, ein ganzes Stück ins Wasser. Wobei ist es eigentlich doof, dass wir uns hier das Wasser am Grundstück ein Stück wegnehmen, ne? Aber ich muss halt wissen, bis wohin können wir denn? Warte mal. Okay, okay. Heißt für uns bis hier. Jetzt machen wir wieder weg. So. Dass wir das so ein bisschen hier als. Okay. So. Direkt mal auffüllen hier. Level 1 Farmer, weil ich hier wahrscheinlich am Platzieren bin. Ich bin ja quasi schon am Arbeiten, indem ich hier. Tatsächlich auch, abbaue. Okay, das ist auf jeden Fall cool, dass man für Gras abbauen und so auch schon ein bisschen was bekommt. So, da auch einmal ein Markierungsstein hin. Heißt für uns, der andere Markierungsstein müsste theoretisch. Hier hin, oder? Richtig. So. Richtig, richtig, richtig. Okay. Okidoki. So, bauen wir das wieder ab. Natürlich dumm und kommen nicht mehr hoch, alles klar. Und wahrscheinlich, wenn ich. Ah, hier muss ich noch Gras hinsetzen. Na, Logo. Wir benutzen das tatsächlich, das Grundstück erstmal. Wir bauen noch kein Haus. Erstmal bauen wir das Grundstück natürlich, um hier zu farmen. Also nicht zu farmen, sondern um unser Job. Ja, ist ja eigentlich Farmen, ne? Um unser Job aufzuheitern hier. So, es hat ein bisschen geleckt, okay. So. Ich gehe gerade quasi schon, ich kriege andauernd XP da unten. Mit meinem Job nach, was auch immer das mit Stein abfarmen zu tun hat. Ich habe ja eigentlich, wie gesagt, den Beruf des Farmers gewählt, ne? So. Genau, und ich möchte euch bitten, vielleicht, wenn ihr auch mitspielen möchtet, und das könnt ihr auch gerne tun, wenn ihr bei uns, also bei Shiromir in die Nähe möchtet, dann lasst doch so ein bisschen um unsere Grundstücke Platz, damit wir tatsächlich die Chance haben, an unserem Grundstück noch zu erweitern. Weil wenn sich jetzt hier direkt da jemand, da und da jemand hinsetzt, in Anführungsstrichen, dann habt ihr mich umzingelt und ich komme nicht mehr raus. Sagen wir es mal so. Das wäre ein bisschen blöd.
Und ja, gucken wir einfach mal weiter, wie wir das hier gestalten. Ich werde jetzt in der nächsten Folge das Feld hier mal machen und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Die Schuhe und die Weste, das hat übrigens Schutz 3, Haltbarkeit 3 und Feuerschutz 1. Das habe ich vom lieben Sven als Willkommensgeschenk bekommen, damit ich was Warmes an den Füßen habe und was Warmes um den Körper habe. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Schaut auch auf jeden Fall mal bei dem Server hier vorbei. Vor allen Dingen, wenn ihr mitspielen wollt, spielt auf jeden Fall mit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.